herzlich willkommen am heutigen Abend am Riesen-Adventskalender am Kremper Tor, der Heimat des Stadtmuseums des Zeittors und das Herz von Neustadt in Holstein. Ich freue mich, heute Abend mit meinem Moderatorenkollegen Sven Mucho den Abend zu präsentieren und zu moderieren. Mein Name ist Andrea Brunhöber und wir beide sind nicht alleine. Und deswegen, hinter uns haben wir einfach mal die fleißigen Helferinnen und Helfer gezeigt, die meistens hinter der Kamera stehen und die wir an dieser Stelle einfach mal mit ins Bild nehmen wollen. Alle helfen uns fleißig dabei, die Abende auf die Beine zu stellen. Und auch heute Abend wünschen wir euch wieder viel Spaß, wenn wir das Türchen mit der Nummer 11 öffnen, das gestaltet worden ist von den Schwimmausbilderinnen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier in Neustadt in Holstein. Was euch noch erwartet, ein schönes Video mit Grüßen von der DLRG, das weiß ich. Eine kleine Überraschung zum Schluss, das wird aber noch der Sven nachher erzählen. Und wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß und danken natürlich auch der DLRG dafür, dass sie unseren Schwimmerinnen und Schwimmern immer ein sicheres Netz bietet. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Mein Name ist Sven Mucho. Und wir haben heute die Freude, die heutige Türchenöffnung des Riesen-Adventskalenders zu euch nach Hause zu bringen. Diese digital konforme Variante haben wir uns zwar nicht unbedingt gewünscht, aber wir haben das Gefühl, dass es trotzdem vielen Menschen Freude macht. Und auf diese Weise halten wir die vielen schönen Bilder gleich im Video fest, zum Anschauen und Nachschauen für morgen und übermorgen. Nun macht es euch wieder gemütlich, nehmt euch ein warmes Getränk und Andrea und ich hätten nichts gegen einen Kinderpunsch. Ich glaube, ein Kinderpunsch wäre jetzt genau das Richtige, aber Sven, ich bin mir sicher, im nächsten Jahr holen wir das auf jeden Fall nach, oder? Ja, und da ihr heute nicht hier sein könnt und es nicht so ist wie immer, gibt es an dieser Stelle statt einer vorgelesenen Geschichte den Adventskalender-Buchtipp. Und wer vielleicht in den letzten Tagen schon mal dabei war, der weiß, dass jetzt gleich mein erster Gast an unsere Seite tritt. Und zwar ist das Sabine Strüger von der Stadtbücherei. Und wenn du uns einfach nochmal erzählst, was man in eurer Bücherei auch so erleben kann, außerhalb des Advents. Was man bei uns erleben kann, ist, dass wir sehr viele Medien haben, die man kostenfrei ausleihen kann, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen. Und da geht es eben nicht nur um das gute Buch, sondern auch zum Beispiel um einen Film, der in dieser Zeit ein bisschen Ablenkung verschaffen kann. Oder wenn vielleicht auch keine Zeit zum Vorlesen da ist, haben wir ganz viele Hörbücher für Kinder und auch für Erwachsene, die man bei uns ausleihen kann. Wir haben das Ganze auch online. Schauen Sie gerne mal auf unsere Seite oder auch ihr über die Stadt Neustadt-Seite einfach und dann zur Stadtbücherei gehen. Und ich habe heute eins mitgebracht, das ist eigentlich eins, was ja auch so ein bisschen mein Favorit ist. Das ist nämlich von Martina Baumbach, die hat das Buch geschrieben. Und das heißt Weihnachten im Holunderweg. Und der Holunderweg, der hat die Hausnummer 7 unter anderem. Und dort wohnen 5 Freunde, Mädels und Jungs. Und die erleben natürlich im Alltag sowieso schon viel. Aber jetzt in der Vorweihnachtszeit ist das für sie sehr, sehr spannend. Und das Buch besteht aus 24 Kapiteln. Und in jedem Kapitel gibt es eine lustige Geschichte oder manchmal gibt es auch etwas Nachdenkliches, was Abenteuerliches. Manchmal erleben sie was mit ihren Geschwisterkindern. Manchmal sind sie auch zusammen als Freunde unterwegs. Das ist ja leider das, was wir in diesen Zeiten vielleicht nicht so machen können oder ihr auch nicht so machen könnt. Deswegen empfehle ich euch das und lege euch das sehr ins Herz. Und auch für die Erwachsenen ist das eine ganz interessante Geschichte, weil es ist doch sehr aus dem Alltag gegriffen. Vielen Dank, liebe Sabine. Ja, es ist immer wieder toll, was ihr macht und was ihr vorstellt. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall antun, weil wenn es dein Lieblingsbuch ist, muss es gut sein. Vielen Dank, liebes Stadtbücherei-Team. Nun begrüße ich unseren zweiten Gast. Das ist die liebe Frau Scheunemann. Und die ist natürlich Mitglied im Organisationsteam des Riesen-Adventskalenders und alte Neustädterin, die Mutter einer alten Klassenkameradin von mir. Da freue ich mich auch immer, wenn wir uns sehen. Sie haben heute die Freude, uns zu verraten, um welches Bild es heute geht. Ja, das Bild hat die DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Neustadt in Holstein, gemalt. Es ist von den Schwimmausbildern diesmal gemacht worden, weil ja auch kein Treffen stattfinden darf. Die DLRG ist schon seit über vielen Jahren mit bei dem Adventskalender dabei und immer aktiv unterstützt, sei es mit Punschausschank und mit tollen Bildern, also sehr engagiert. Es tut uns echt leid, dass sie wirklich nicht dabei sein dürfen und ich hoffe, dass nächstes Jahr alles in einem normalen Ablauf wieder stattfindet. Heute haben wir nicht nur das kleinste Fenster am Kremper Tor, sondern auch das einzige Türchen, das man nur mit einer Hand oder mit einer Person öffnen kann. Und ich wollte jetzt mal fragen, liebe Helga,
bist du denn schon so weit? So, ja, jetzt wieder. Ihr wisst, alle zu Hause, ich weiß, ein paar Leute gucken ja immer jeden Tag fleißig zu und ich weiß auch, viele Kinder gucken zu. Und jetzt, wenn ihr jetzt gerade zu Hause sitzt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Alle zusammen, 3, 2, 1. Hallo, wir sind die DLRG Neustadt in Holstein und wir haben dieses Jahr das Bild Was nicht passt, wird passend gemacht, gemalt. Normalerweise malen wir die Bilder immer mit unseren kleinen Schwimmkindern, aber da das dieses Jahr leider nicht ging, haben wir uns dazu entschlossen, das Bild mit 4 Ausbildern zu malen. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachten. Türchen Nummer 11. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ein großer Tannenbaum auf einem kleinen Auto, im kleinsten Fenster, was wir geöffnet haben. Und ja, ich finde, das ist auch wieder wunderbar. Vielen Dank, liebe DLRG. Wir sind schon wieder am Ende und ich bedanke mich natürlich bei dir, Andrea. Das war wie immer eine Freude. Ich freue mich auf die nächsten Türchen, auf die nächsten Tage, die nächsten Runden. Lieber Karl-Heinz, lieber Willi, da steht ihr ja immer und haltet uns die Treue. Und passt auf, dass das hier funktioniert. Liebe Sabine Strüger, liebe Helga Scheunemann, es war wunderschön. Und jetzt freuen wir uns, wenn ihr euren Tee ausgetrunken habt, auf einen schönen Abend. Wir freuen uns auf Josef, lieber Josef Main von Andreas Brunion, der das jetzt am Klavier noch hinten dran spielen wird. Und das ist ganz wunderbar, ich habe es schon gehört. Schönen Abend, bis morgen.